dazu. Ich habe einen super Job für dich. Ich habe gehört, wenn Bako super Job sagt, ist es meistens ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Die Sache ist, Heike. Ja, guten Tag zurück. Eigentlich ungeplant, aber sie hatte einfach mal angerufen. Ich hätte vielleicht ins Menü gehen sollen, aber dann wäre die Zeit auch nicht weitergelaufen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, Oma. Verdammte Verbindung. Heike? Wow, du bist echt schlecht im Anpreisen, Bako. Der Job ist normal, aber der Kunde ist anspruchsvoll. Das sind die meisten Kunden. Was ist an diesem so besonders? Er will, dass alles genau nach Plan abläuft. Und dafür lässt er richtig was springen. Dieser Job braucht deine fähigen Hände. Weniger erfahrene Leute vermasseln das nur. Na, danke für die Vorschusslorbeeren. Es ist also ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Okay, gib mir die Details. Oma? Wakako, möchtest du vielleicht mir ein bisschen erzählen, was du von mir möchtest? Du bist noch im Call. Was? Du willst, dass ich jemanden ermorde? Was? Spreche ich mit dem Dalai Lama? Du hast gar nichts gesagt. Was willst du? Du schwimmst nicht erst seit gestern im Teich. Du weißt, dass Fische gefressen werden. Wurde der Mann schuldig gesprochen? Verdient er wirklich den Tod? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Richterin? Was genau hat er getan? Ich bin auch keine Reporterin. Willst du den Job oder nicht? Okay, bin dabei. Gut. Der Kunde wartet in einem Auto an der Ecke Sixth und Brandon. Wieso im Auto? Der Kunde will mitkommen und dabei sein, wenn du dem Kerl eine Kugel in den Kopf jagst. Viel Glück! So. Cinnamon. So, jetzt bin ich wieder zurück. Ja, eigentlich hatte ich ja vor, das ein bisschen anders zu machen jetzt zwischen den Folgen. Aber dadurch habt ihr jetzt leider den Anfang von Wakakos Gespräch nicht mit drin. Sie hat aber eigentlich nur Hallo gesagt, also nicht wirklich viel. Und ja, ganz merkwürdig, dass das Gespräch so ein bisschen abgehackt war. Übrigens, Tobi, schönen guten Abend. Nochmals Glückwunsch übrigens, Dankeschön. Und ja, anscheinend wurde der Dialog irgendwie ein bisschen gecuttet oder es war tatsächlich glitchy. Es war auf jeden Fall merkwürdig. So, wir haben jetzt 23.55 Uhr. Würdest du bitte? Hat noch nicht so ganz geklappt. Ich habe jetzt zwar auch noch nichts Neues geladen und nichts, ne, also. Okay. Geil! Es hat geklappt! Es hat doch geklappt! Wir haben unser Auto! Mensch, unsere Karre! Ich sollte vielleicht auch mal eben den Timer starten. Weil ich ja gerade eben die Aufnahme so nonchalant auf einmal gestarten musste, weil Wakako Oma angerufen hat. Deswegen machen wir mal hier so den hier. Das Auto ist da! Ich habe jetzt übrigens gerade gequicksaved. Beziehungsweise ich mache vielleicht zur Sicherheit auch nochmal hier nochmal einen richtigen. Ja, geil! Das Ding ist nämlich, das hier ist halt wie gesagt Auto, ne, und so, das hat 5 Explosionsschadenverringerungen, 16,9. Wenn ich jetzt sage, Moment. Den laden wir. Müsste es eigentlich so sein, das ist so ein random, also ein Item, was so random Attribute zugewiesen bekommt. Wenn ich das... Okay, das kam hochgefahren, interessant. Wenn ich es richtig gesehen habe.
Jetzt hat es zum Beispiel 11 Panzerungen, also weniger, aber es hat halt 2 Attribute. Ausweichen, Verringerung von Schaden. Wir versuchen einfach mal was. Also wir können ja mal gucken, was es gibt. Das Auto ist halt immer dasselbe, also das ändert sich nicht. Schön, wie es immer so hochgejummelt kommt. Komm, das nehmen wir. Das arme Auto. Deswegen gibt es nämlich eigentlich ganz cooles Zeug. Und es ist ja halt auch nicht wirklich irgendwie cheaten oder nicht irgendwas, ne? Man muss es halt einfach nur wissen. So. Fahrzeug gekauft. Nice. Oh, der Sound, ne? Alter. Und halt der Speed auch, ne? Also. Ja, und kaputt. Hä? Was ist denn da? Ich sehe nichts. Ich sehe nur Schwärze. Also auf jeden Fall eine direktere Steuerung als andere Autos, die ich hier bisher gefahren bin. Wow! Das arme Auto, ich hab's vorher gesagt. Ja. Aber geiles Ding. Gefällt mir. Jetzt ist nur die Frage. Jetzt haben wir das endlich geklärt. Sehr, sehr schön. Und zwar. Ja, wir können uns natürlich mit Takemura treffen. Ich würde aber ganz gern erstmal. Bitte mal stehen bleiben. Ich würde eigentlich ganz gern erstmal was anderes machen. Und zwar machen wir einfach mal hier. Irgendwas an diesem Job von Wakako stimmt nicht. Ja, das machen wir jetzt einfach, glaube ich mal. Und überhaupt hast du so stinknormale Auftragsmorde gar nicht mehr nötig. Aber es schadet wahrscheinlich nicht, mal mit Bill Jablonski zu reden und herauszufinden, was mit ihm abgeht. Oder auch nicht mehr. Das ist eher meine Vermutung. Aber an der Stelle würde ich die Finger von diesem Job lassen. Gut, dann machen wir den mal. Mal ein bisschen Side-Mission wieder. Haben wir jetzt halt ewig nicht gemacht. Ich hoffe, es ist okay für euch. Und wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. So einfach ist die Welt manchmal, ja. Oh, die Karre ist halt echt nice, ne? Wo ist denn hier eine... Muss ich tatsächlich durch den ganzen Tunnel durch? Ach ja, komm. Das wird ja... Das kann ja nur gut werden. Bin mal gespannt, ob das Auto am Ende des Tunnels immer noch heile ist. Hier ist aber auch scheiße drin zu fahren, muss man sagen. Was? Setzen? Wieso setzen? Ich sehe hier null. Das ist einfach so scheiße dunkel. Ist ja gut. Und es überdreht auch sehr leicht tatsächlich. Fuck. Entschuldigung. Hat auf jeden Fall auch einen langen Leerlauf, irgendwie so. Wenn ich halt nicht mehr Gas gebe, es rollt, also einen guten Auslauf, meine ich. Ja, die Karre ist doch noch, also ist wie neu. Da ist doch nichts mit. I love bumper cars, so crunchy. Aber ich meine, wenn ja, ne, wir haben es ja umsonst bekommen. Wir waren auch ewig nicht mehr in Night City, ne? Aber jetzt haben wir endlich Panam kennengelernt, das freut mich sehr. Kam er denn hergeflogen? Gib ihm.
Alter, der Sound von der Karre ist halt schon Hammer. Macht Bock. Fuck, falsch abgebogen, egal. Fuck, falsch abgebogen, egal. Oh, da fehlt eine Tür. Da fehlt auch ein bisschen mehr. Wobei, der Motor kann es ja nicht sein, der ist ja hinten drin. Huch! Da ist die Maus gekommen. Oh, habe ich schon erwähnt, dass der Sound geil ist von dem Ding? Charter Hill. Huch, ich habe auf die Minimap geguckt, auf die Minimap. Hat man überhaupt nicht gemerkt. So, mochte ich sowieso noch nie die Ampel. Endlich haben wir uns mal ihrer entledigt. Ja, ne? Das ist eine Überraschung. Warum steht da setzen? Also wahrscheinlich, weil ich mich bei ihm ins Auto setzen soll. Das wäre so meine Vermutung. Guck mal, wie ein rechtschaffener Bürger parke ich also auch richtig ein. Wie? Ich hab was für dich. Meinem Kunden wurde massig Betasäure geklaut. Du fragst dich, was das ist? Keine Ahnung, aber es... Oh. Sie ist ein Haufen Eddies wert und der Kunde will sie zurück. Das übernimmst du. Halt die Waffe bereit, okay? Infos anbei. Mhm. Rückholaktion, okay. Da wären wir. Jetzt einfach abwarten. Was wird das? Mein Auto! Paralleluniversum. Was denn? Warum? Hm? Wakako schickt mich. Wakako? Wakako Okada? Hat sie dir gesagt, wie das Ganze ablaufen soll? Nein, sie ist nicht gerade ins Detail gegangen. Joshua Stevenson, wir beide werden diesem Scheißmörder geben, was er verdient. Ich erzähl's dir gleich. Steig ein. Du fährst. Geile Boots. Ich fahre, okay. Bin mal gespannt, ob wir lebend ankommen. Sie sollen diese Straße entlang kommen. Wir warten einfach, bis sie da sind und folgen ihnen. Ich will sehen, wie das Licht in den Augen dieses Wichsers ausgeht. Wow, wieso? Damit er seine Angst spürt, bevor er krepiert. Hat schon krasse Waden, der Typ, ne? Also, dass er sich so hier hinhocken konnte. Moment, Stevenson ist nicht allein? Hätte ich das gewusst, hätte ich mich anders vorbereitet. Niemand sonst muss heute sterben, nur er. Wer fährt mit ihm? Haben die Knarren dabei? Normale Leute. Wenn wir denen Angst machen, werden die keinen müden Finger heben. Wie definierst du normal? Konzernratten, die ihn rausgeholt haben. Die würden ihre Mütter verscherbeln, um ihre Haut zu retten. Schieß einfach nicht auf sie. Mhm. Warum genau willst du ihn tot sehen? Das geht dich nichts an. Ich weiß aber lieber, worauf ich mich einlasse. Mhm. Stevenson hat meine Frau ermordet. Oh. Die haben ihn verurteilt, er saß im Todestrakt. Aber der Schleimbeutel hat sich da irgendwie rausgefunden. Das kann ich nicht zulassen. Der Plan klingt ziemlich unausgereift. Das gefällt mir nicht. Was soll das bitte heißen? Erstens exekutiert man niemanden auf offener Straße. Und zweitens könnten sie entkommen. Du verstehst nicht. Ich gebe mein ganzes Gespartes dafür her. Das sind sie. Gib Gas! Wow. NCPD-Streifenwagen? Willst du mich verarschen? Fahr weg, du Kackviech! Halt dran! Lass ihn nicht entkommen! Ja, hast du dir mal angeschaut, wie die hier fahren? Wie die letzten Berserker? Warum müssen wir in so einem Kackwagen fahren? Warum nicht in meinem? Der ist noch schneller. Kann ich schneller gegen Sachen vorfahren und das kaputt machen? Achtung! Ah, fuck!
fahr doch! Bleib doch nicht an der Kante hängen! Sag mal, Spurwechsel! Was wollt ihr? Achso, das ist die Bullen und die Bullen transportieren den Typ hier anscheinend. Oder er flieht einfach. Bleib an ihm dran! Ja, was meinst du, was ich vorhabe, Junge? Außerdem hättest du schon längst mal schießen können. Wir waren schon lange genug dran. Das sind 50 Meter. Fuck! Wow, okay. Sudden change of weather. Aber tut mir leid. Ich hab mich festgefahren. Nein, scheiße. Nicht gut. Ja. Fuck! Mistkerl ist uns entkommen! Ja, weil ich hier festhänge. Piss dich, du bist einfach nur nutzlos. So. Besser. Oh, fuck. Ja, es ist am... anscheinend gerade ziemlich am Ruckeln bei euch. Warum? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich habe nichts geändert. Ich guck gerade mal eben. Wüsste nicht, warum. Tja, ich weiß auch nicht. Ansonsten läuft aber auch nichts großartig, also. Oh. Vielleicht ist die Mission oder die Stadt hier so ein bisschen glitchy. Keine Ahnung. Muss vielleicht, also ich muss es ja eh jetzt mal neu laden, weil das hat nicht so ganz funktioniert. Ich hing leider fest. Schauen wir mal, ob es jetzt vielleicht besser geht. Ist nur, wenn du fährst, so schlimm. Noch. Ja, doof. Dann muss ich das ja laden. Ah, hätte ich vielleicht nochmal speichern sollen. Egal, aber das machen wir nochmal. Merke, nicht in den Zaun fahren. Der Zaun mochte das nicht. Machen wir mal. Cinnamon. Dann, ja. Geben wir uns. Falsche Taste. Dann begeben wir uns mal da nochmal hin. Geht ja fix. So, muss dann eh auch gleich schon wieder da sein. Oh, okay. Mal hier rein. Wir schneiden uns einfach mal hinten rum an.